Sie machen ja sehr viele Projekte. Wie bekommen Sie das alles geregelt? Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ich dabei einen Bonbon lutsche, aber ich bin so erkältet, ich habe Angst, dass ich irgendwelche Hustenanfälle kriege, deswegen halte ich das jetzt trotzdem einfach im Mund. Ich kriege das geregelt, indem ich mir relativ vor einer Woche immer oder vor überhaupt relativ viel aufschreibe und sage, das machst du da und das machst du da. Also ich versuche tatsächlich, sagen wir mal, im Moment arbeite ich zum Beispiel mit Gerd am neuen Badesalz-Programm. Ich arbeite mit einem Comiczeichner an einem neuen Jahrhundert-Comic, nennen wir das, für Eintracht Frankfurt. Genau, was dich interessieren dürfte. Genau, und arbeite noch parallel an einem weiteren Buchprojekt. Und das mache ich, indem ich mir immer sage, meinetwegen Montag kommt der Gerd, dann wird am Basisprogramm gearbeitet. Dienstag nehme ich mir den Tag nur Zeit und versuche ein neues Kapitel für das Eintrachtbuch zu schreiben und so weiter. Ich versuche das einfach wirklich sehr über den Kalender zu organisieren, sonst kriege ich es nicht geregelt. Wobei ich abends manchmal, wenn ich Lust habe zu schreiben, dann sage ich, jetzt habe ich gerade mal Bock mehr auf das Thema oder das Thema, dann picke ich mir das raus. Also ich nehme es jetzt auch nicht zu bürokratisch, aber ich versuche mich einigermaßen zu organisieren. Sie ist ja schon Frankfurt-Fan, also das kannst du ruhig sagen. Weiß er. Genau. Ich weiß, dass sie Eintracht Frankfurt-Fan ist und sie war sogar schon bei mir in der Vorstellung mit ihrem Freund. Das wusste ich eigentlich noch nicht. Okay, Entschuldigung. Ja, bitte, Herr Mayer. Das, was die Einwürfe angeht, die unqualifizierten. So, wer macht weiter? So, ich kann ja. Du. Fällt es Ihnen leicht, mit so vielen verschiedenen Menschen zu arbeiten? Nee, nicht immer. Ich finde, ich habe zum Beispiel also in meinem Freundeskreis einen ganz engen Kreis von Leuten, also ganz wenige, die mir wirklich was bedeuten, und manchmal nerven mich zu viele Menschen. Also manchmal finde ich irgendwie, da immer wieder neue Leute kennenlernen oder mit vielen Leuten zu tun zu haben, anstrengend, aber das hat sich im Laufe der Jahre auch ein bisschen, hat man daraus auch gelernt. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir live spielen, haben wir einen festen Veranstalter, mit dem wir schon lange arbeiten. Wir haben eine feste Crew, das heißt einen festen Tontechniker, einen festen Lichttechniker. Das sind alles vertraute Gesichter, das sind immer die gleichen Leute, dieselben Leute, die auftauchen. Das ist ganz gut. Wo ich es ganz krass finde, ist bei Dreharbeiten, wenn man irgendwo hinkommt. Zum Beispiel, wir haben mal eine Gastrolle gespielt in einem Film. Dann kommst du hin, da sind 80, 90 neue Leute, die stellen sich die alle vor. Du, nach 5 Minuten später weißt du gar nicht mehr, wie irgendeiner heißt. Und das empfinde ich dann teilweise irgendwie auch als viel zu viel. Und ich kann nicht sagen, dass ich gerne in riesigen Menschenmassen zum Beispiel arbeite. Das Gerd auch nicht. Also ich glaube, wir lieben es eigentlich so eher im kleinen Kreis zu arbeiten. Warum machen Sie so viele Projekte? Ich habe nichts anderes gelernt und versuche mich mit den verschiedenen Sachen irgendwie auch natürlich auch meine Kinder und mich zu ernähren. Und das kann man nicht immer kontinuierlich mit dem einen. Wenn Basis hat jetzt 2,5 Jahre eine Tour gespielt. Das war bis September letzten Jahres. Und jetzt haben wir aber Pause bis Mai 2014, das sind 1,5 Jahre Pause oder sogar noch ein bisschen mehr. Und in der Zeit muss ich ja trotzdem gucken, dass ich mit anderen Sachen, dass ich arbeite und auch woanders Geld verdiene, ganz einfach. Also deswegen, aber es ist natürlich für mich ein Riesengeschenk, dass ich trotzdem mir das ein bisschen aussuchen darf, dass ich jetzt dieses Eintracht-Comic mache mit dem Michael Apitz. Das ist der Typ, der, ich weiß nicht, ob du mal bist im Stadion manchmal? Gibt es so eine Stadionzeitung, da ist immer so ein Comic drin, das macht er. Das ist ein Freund von mir und das ist natürlich eine ganz tolle Arbeit, aber ich muss trotzdem darauf achten, dass mir was einfällt und dass ich nicht also von zu Hause rumsitzen und kriege ich die Münder dann auch nicht unbedingt satt. Und ich bin jetzt auch nicht irgendwie, wir haben jetzt nicht die Millionen angescheffelt oder so, weil wir immer lange Pausen machen. Also ich bin schon darauf angewiesen, auch zu arbeiten. Und deswegen mache ich das auch, aber ich bin natürlich froh, dass ich mir das aussuchen kann. Sind Sie eigentlich noch nervös vor einem Auftritt? Ja. Ich bin ganz furchtbar nervös vor Auftritten. Das ist ganz schrecklich, es wird auch immer schlimmer. Ich bin vor jedem Auftritt vollkommen nervös und ich möchte immer um 7:45 wünsche ich mir immer, dass irgendjemand in die Garderobe kommt und sagt, es gibt eine Bombendrohung, der Auftritt fällt aus. 1 Minute nach 8, wenn ich auf der Bühne stehe, weiß ich davon nichts mehr und kann mich an nichts mehr an Nervosität erinnern, sondern bin total happy, dass ich das machen darf. Aber vorher ist es krass. Und je größer die Hallen werden, also bei Basel spielen wir auch oft große Hallen, die Jahrhunderthalle oder so, ist man sehr aufgeregt. Ja, also ich krieg's nicht weg, aber vielleicht braucht man das auch, dass man Spannung hat. Ich glaube, das Schlimmste wäre, wenn man in der Garderobe sitzt und sagt, naja, das ist für mich kein Problem, ich bin eh der Coolste und bin eh der Beste. Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Also ich glaube, mir wird dann was fehlen, da würde Körperspannung flöten gehen und so. Ja, wir machen ja jetzt hier unseren Abschluss. Wie war das eigentlich bei Ihnen in der Schule? Ich war wirklich kein guter Schüler, bin zweimal sitzen geblieben in der 6., 7. Klasse, bin von einem Gymnasium geflogen, habe dann eine okay, mittlere Reife gemacht
in Neu-Isenburg und bin dann nochmal nach Frankfurt auf so eine Schule gegangen, die Bockenheim-Südschule. Das war so ein bisschen so eine Schule für so Pfeifen wie mich, die irgendwie, wo man nochmal so ein Notabitur machen konnte. Und habe das auch gemacht, 3,3 Dings, also damit hätte man jetzt nichts studieren können oder so. Und habe dann einfach Glück gehabt, dass sich mein Leben dann eben mit den anderen Sachen entwickelt hat. Also so, dass dann eben Musik dazu kam und dass man auch oft auch Glück gehabt hat, das richtige Stück zu schreiben, in der richtigen Band zu sein, im richtigen Moment den Gerd, meinen Basis-Partner, zu treffen. Aber als in der Schule, also da kann ich nicht mit Punkten oder angeben, das war, ich war immer sehr gut in den Fächern, die mir leicht fielen, weil ich das mochte, Sprache, konnte super gute Inhaltsangaben von irgendwelchen oder Bildbeschreibungen oder sowas schreiben, konnte ich mir einen schön abschwallen, das konnte ich irgendwie, aber da, wo ich hätte wirklich lernen müssen, also für Mathe oder Biologie oder sowas, war ich einfach ganz schlecht. Ich habe mein Französisch, das hat mir auch überhaupt nicht, obwohl ich sonst Sprachen mag, Französisch ging gar nicht, und irgendwann mussten wir mal einen Aufsatz schreiben, so aus freien Stücken. Und ich konnte wirklich, ich konnte nicht. Also ich habe das überhaupt nicht. Dann habe ich mit dem Wörterbuch einen Aufsatz zusammengebastelt. Le Singe der Affis, das weiß ich noch. Und habe einfach was zusammengebastelt. Und dachte, ich lese das mal vor und ich las das vor. Und meine Mitschüler, du merktest überall, alle versuchten irgendwas zu verstehen, aber keiner kapierte was. Und mein Französischlehrer lag irgendwann neben mir. Ich merkte so ein Zucken. Und dann sah ich rüber, dann hämmerte der mit seiner Stirn auf die Tischplatte und dem liefen die Tränen. Und dann sagte er irgendwann, hör auf. Und dann sagte er, das ist das Schlechteste und das Unverständlichste, was ich je in meinem Leben gehört habe, aber auch gleichzeitig das Lustigste. Deswegen kriegst du auch nur eine 4-, obwohl es eigentlich eine 6- gewesen wäre. Und ich habe halt damals nicht gelernt dafür und dementsprechend schlecht war ich auch. Arbeiten Sie öfters mit Jugendlichen oder? Ja, ich habe ja selber auch Kinder und habe natürlich jetzt immer dadurch auch viel Kontakt zu Jugendlichen. Also meine jüngste Tochter ist 13 und dann ist es auch der Job, dass du natürlich auch mal mit Kindern mit Jugendlichen, sagen wir mal, zu tun hast irgendwie, dass Leute auf einen zukommen. Da habe ich ja schon öfters auch erzählt, dass Jugendliche manchmal denken, ja, irgendwie war das so der Humor meiner Eltern, das ist uralt. Auf einmal entdecken sie einen selber über eine CD, weil die CDs relativ zeitlos sind. Auf einmal lachen sich kaputt und sagen, finde es doch gut. Oder als wir auf Comedy Central die Serie hatten, klar, das gehört zu unserem Job auch dazu, dass man relativ viel Kontakt zu Jugendlichen auch hat. Und als Sie dann mit der Schule fertig waren, sind Sie dann direkt darauf gekommen, dass Sie jetzt als Künstler eine Karriere starten wollen, oder hat Sie da irgendjemand drauf gebracht? Nee, das war auch ein bisschen Glück. Ich habe halt Musik gemacht. Ich habe meine allererste Band, hatte einen wunderschönen Namen, die hieß Kotzbrocken. Ja, war halt meine allererste Band, da habe ich gesungen und Flöte gespielt. Und dann hat mein Bruder eine Band gegründet, hat mir dann Saxophon spielen beigebracht und dann habe ich bei denen gespielt. Dann habe ich durch Zufall die Vorläuferband von Rodger Monotons kennengelernt. Das war aber immer alles, während ich gearbeitet habe. Also ich habe nie ernsthaft während meiner Schulzeit gedacht, dass ich mal später hauptberuflich Künstler sein würde. Ich wusste noch nicht genau. Ich wollte eigentlich immer am liebsten tatsächlich entweder Tierarzt werden oder Profifußballer. Ja, sowas, so die ganzen blöden Klischees, aber ich wollte es halt damals und Tierarzt hätte ich ja nie werden können, weil ich das hätte gar nicht studieren können. Und dann habe ich einfach Glück gehabt, dass ich immer in meiner Freizeit mit den richtigen Leuten Musik gemacht habe und die richtigen Leute kennengelernt habe und dann irgendwann konnte ich dann mal irgendwann an irgendeinem Punkt sagen, jetzt weiß ich, dass ich das hauptberuflich machen kann, aber da waren schon eine Menge Jahre auch rumgegangen. Und was hat Sie eigentlich dazu veranlasst, so dass Sie dieses Projekt hier, die Chance 2.0, unterstützen? Also muss ich sagen, dass Christian mir irgendwie da sehr, sehr, sagen wir mal, guten Kontakt aufgenommen hat, mir das sehr schmackhaft gemacht hat und ich will hier gar nicht rumschleimen, ich glaube, das brauche ich auch nicht, ich kann damit ganz viel anfangen. Ich kann damit ganz viel anfangen, dass Leute in bestimmten Phasen, ob das jetzt sei es, weil sie gedisst worden sind, weil sie Schwierigkeiten im Elternhaus haben oder sowas, dass sie vielleicht erstmal in der Schule Schwierigkeiten haben. Ich bin auch sitzen geblieben, als meine Eltern sich getrennt haben. Ich habe mich komplett verweigert, als meine Eltern sich getrennt haben, das war für mich der Weltuntergang und ich habe einfach mich in der Schule, ich habe gesagt, leckt mich am Arsch, ich habe nur noch Scheiße gemacht, ich habe mich nur noch damit über Wasser gehalten, irgendwie den Unterricht zu stören oder irgendwie was oder die Leute zum Lachen zu bringen, den Klassenclown zu machen, aus einer gewissen Verzweiflung auch raus. Und deswegen kann ich mit dem Hintergrund viel anfangen, dass Leute irgendwie, dass Jugendliche einfach erstmal unter bestimmten Lebensumständen Schwierigkeiten haben und hier eine zweite Chance kriegen. Und das ist ein super Projekt und da musst du mich jetzt nicht so lange bitten irgendwie. Also ja, wenn das jetzt irgendwie hier das katholische Dingsbumsheim gewesen wäre oder was weiß ich, mit irgendwelchen religiösen anderen, da wäre ich bestimmt nicht gekommen, weil ich damit jetzt auch nichts anfangen kann, aber hier mit euch und mit dem, was ihr hier macht, das, also ich
komme eigentlich aus einer Mittelstandsfamilie, muss man auch sagen. Ich komme jetzt nicht irgendwie aus dem Block oder was weiß ich, aber trotzdem war das damals für mich erheblich. Und das war, ich fand das schwierig mit meinen Eltern auch und so. Und deswegen glaube ich, dass da Parallelen bestehen. Ihr aktuelles Buch, jetzt mal dazu, ja. das spielt ja auch in Hessen. Also verbindet sie viel mit Hessen und vielleicht auch mit Darmstadt so? Also mit Darmstadt, ich mag Darmstadt total. Also wir haben Darmstadt, ist eine, finde ich eigentlich zum Beispiel also ich mag Frankfurt auch, aber Darmstadt ist irgendwie eine Spur relaxter, finde ich. Was Hessen angeht, na klar, ich meine, wir sind hessische Comedy-Duo seit 30 Jahren und haben natürlich eine starke Verbindung und deswegen spielt Hessen immer eine Rolle. In dem Buch auch, aber nicht nur, also in dem Buch geht es jetzt nicht nur um Hessen. Ich will jetzt auch nicht so nur festgenagelt werden, weil wir spielen mit Bardal zum Beispiel auch in ganz Deutschland. Wir spielen ja auch in München, Hamburg und Berlin. Und werden da eher so ein bisschen als die hessischen Botschafter wahrgenommen. Aber das ist auch cool. Und klar, Hessen, der Hesse hat es schon drauf irgendwie. Das steht mal fest. Auf jeden Fall. Jo, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Nichts zu danken.